Ja, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Survive-Stream. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja die Hölle hinter uns gebracht. Ich habe diesmal vor dem Stream meine Waffen vorbereitet. Mit der Waffe habe ich ja denselben Bug wie beim letzten Mal. Ich kann sie nicht an meinen Brust heften, weil sonst versperrt sie mir die Sicht. Müssen wir mit leben. Also ja, wir waren beim letzten Mal, also beim letzten Stream. Oder besser gesagt, die letzten zwei Spartans bei YouTube. Einmal ganz unten in der Kanalisation, wo wirklich kein Licht war, keine Radio, keine Karte, nichts. Da war wirklich nichts, da war Hölle. Da waren die abartigsten Zombies von allen. Und ja. Ich denke mal, heute werden wir wahrscheinlich aus der Kanalisation rauskommen. Das Kapitel, das wir jetzt gerade vor uns haben werden, heißt ja auch Survive. Deswegen gehe ich in der Annahme aus, dass das wirklich das letzte Kapitel in der Hinsicht sein kann. Also letzte Unterkapitel von Kapitel 2. Ich hoffe, dass diesmal nicht so sehr rumbuggt. Unser Ziel wird natürlich wie immer erstmal sein, hier das Upgrade zu holen. Ich habe es ja kein Upgrade tatsächlich liegen lassen. Ich hatte zwar nie gefragt, ob der mitmachen will, aber ihm war Sea of Thieves heute wichtiger. Ja. Ich überlege gerade nur die Route. Also wenn wir hier rausgehen, gleich direkt nach rechts. Und vom Prinzip her können wir uns dann in der Richtung halten. Klingt auch nach einem Plan. Ich habe jetzt auch immer meine Ultrawumme dabei und ich hoffe einfach, dass das nächste Kapitel nicht mehr wirklich in der Kanalisation stattfindet und dass das dann vor allen Dingen ein relativ hellerer Ort ist als das hier. So. Listen to me. In 100 yards or so, there's a wastewater tunnel that goes outside. You gotta get to the surface, and you should find yourself near the main. Now the problem with that is that das Wichtigste zuerst. High water levels. Well, I'll explain later what that means. For now, just get there, quick. Immer zuerst die Dicken. Ich würde gern einmal kurz die Karte sehen. Ja, das hätte ich mir schon denken können. Der Ausgang ist nämlich komplett in der entgegengesetzten Richtung. Vom Prinzip her einfach in. Ich sehe hier einen Stachelknüppel. Ich glaube, ich habe schon zwei. Nee. Überhaupt nicht schmerzhaft in die Stacheln zu greifen. Ich will da vorne rechts eigentlich. Sobald die leer ist, schmeiße ich die weg. Und nicht vergessen, ich will mich rechts halten. Hallo Jesus. Ciao, Jesus. Die ist leer.
back. Ja, in der Richtung und dann rechts. Ach, ich liebe diese Wumme. Hier ist immer noch recht dunkel, ne? Ich habe das getroffen, was ich treffen wollte. Genau, den Gang will ich jetzt hier erstmal. Und da ist dicht. Heißt nochmal zurück. Unglaublich, mir geht dafür die Muni so langsam aus. Steht hier was um die Ecke herum? Ja, sogar was Schlimmes. Ich würde da hinten drin gerne mal gucken, ob da eventuell Schrotflintenmunition ist. Nee, aber was anderes Schönes. Ich muss gleich die erste links abbiegen und danach direkt wieder die erste links. Es wird ein langer Weg, nur für ein Upgrade. Und ich muss denselben Weg auch nochmal wieder zurück. Hat dich gesehen. Um dich kümmere ich mich gleich. Da ist auch dich. Boah, ich krieg den nicht getroffen. Mein Gott, ey. Wahrscheinlich habe ich den längstmöglichsten Weg. Ich muss dann wahrscheinlich da unten rum. Das heißt, ich kann den Weg wieder zurück, den ich gerade gegangen bin. Hätten wir das auch geklärt? Du siehst halt auch nicht auf der Karte, ob ein Weg blockiert ist, ne?
Dachte ich mir, dass von da auch noch eine Kanalratte kommt. Ist auch schon wieder zappenduster, ne? Das ist ein größerer Raum, dann nehme ich die Waffe lieber mit rein. Ich meine, hier rum muss ich. Ach, geht nicht. Na gut, aber wie rum käme man denn da hin? Ich glaube gar nicht. Warte mal, ich mache mal die Karte größer. Hier kein blassen Dunst, wie man da hinkäme. Dann gehen wir zu dem Main Exit. Dann sage ich Five auf das Update, wenn ich da nicht rankomme, also auf das, an das Upgrade. Auch schon wieder ekelhaft hoch 80. Ach nee, mir ist ein Safe House. Das sollte ich eventuell einmal öffnen. So, hab hier mal aufgeräumt. Genau, hier ist ein Safe House. Vielleicht habe ich ja Glück und hier ist ein bisschen Munition für meine Schrott. Ist ein kleiner Raum, da kann ich die Tür offen lassen. Rechter Arm spackt gerade. Ist ja so gut wie nichts. Na gut, ein Safe House ist ein Safe House, ne? Dann wollen wir jetzt von hier aus immer weiter nach rechts. Oder besser gesagt, wir wollen da geradeaus. Aber ich sollte da erst einmal rein, weil da könnte Munition drin sein. Das habe ich mir hier gemerkt, seit ich Singleplayer mache. Bei Singleplayer respawnen die nicht. Zumindest nicht so heftig. Zumindest nochmal einen Schalldämpfer, falls ich einen brauche. Oh, eine Bombe. Falls ich so eine Horde vor meiner Nase habe. Da komme ich doch auch nicht durch. Vielleicht kommt man davor irgendwie nach unten abbiegen. Vielleicht sollte ich in der Nähe des Safe House gucken, da wo der riesige Raum ist, ob man da auch noch weiter konnte. Einmal kurz hier um die Ecke gucken. Da krabbelt was.
Aber da ist nix. Der Krabbende, der juckt mich kaum. Ist kein sonderlich großer Raum. Schrotflinte? Warum finde ich keinen Raum mit Schrotflintenmunition? Ich würde jetzt sogar sagen, ich nehme den unteren Weg. Und es wäre schön, wenn ich noch eins dieser Häuser auf dem Weg mitnehmen könnte. Also ich kann auch erstmal den oberen Weg hier gucken. Das wäre jetzt hier links. Wieder der Dicke. So, hier jetzt rechts. Oder auch nicht, weil es hier kein Rechts gibt. Aber ich sollte dem Weg trotzdem folgen, weil dann Safe House ist und das sehr nah an dem Teil ist, wo wir sind. Beziehungsweise wo wir hin müssen. Yep. Irgendwo habe ich jetzt ein Magazin verschwendet hingeworfen. Nur lösen, ey. Das ist, glaube ich, das Safe House. Bitte, Schrot. Ich werde am laufenden Band enttäuscht. Ich lasse die Schrotflinte jetzt in dem Safe House hier. Ich glaube, dafür will ich lieber beide Hände zur Verfügung haben. Sunny fucking day. Back to you. Thanks, Tom. You heard that?
no rain. You gotta find a way to fill those pools. We need some weight that will lift the grating. Maybe try and make some wandering son of a bitch fall in there by using the pipe traps. Ich soll die da reinlocken? Ah, ich verstehe schon. Ich stelle mich mal hier hinten an die Ecke. Im Bestfall, damit sie mich nicht sehen. Und die sollen jetzt da reinfallen? Kommt! Rein damit euch! Wie mache ich das, dass sie jetzt da reinrennen? Oh yeah, just like that, baby. Ah, okay, das passiert von allein. Es funktioniert! Muss wahrscheinlich noch eine reinwerfen. Und mich dann hier hinten hinstellen, damit sie nicht zu mir kommen. You are almost there. Ja, kommt da runter. Das ist mal eine lustige Mission. Das hört sich nicht gut an. Oh shit. Shit. What was that dreadful scream? Holy fucking shit. Don't tell me it's the butcher. Shit. That son of a bitch used to kill and cook people for those other psychopaths. Kill that bastard once and for all. Okay. Da ist ein Spezialzombie. Kacke. Das Gute ist, er ist nicht schnell. Jetzt hätte ich gerade wieder mal gerne meine Schrotflinte. Irgendwie sehe ich gerade kaum was. Ich habe sein Blut, glaube ich, ins Gesicht bekommen.
Okay, ich habe seine Maske runter. Alter, wie viel hältst du aus? Den brauche ich wahrscheinlich, um da rauszukommen. Mal eingesteckt. Euch kann ich ja eh ignorieren, ne? Und das ist wahrscheinlich der Ausgang. Ich sag's nochmal, scheiße auf das eine Upgrade. Hauptsache, wir sind hier endlich aus der Kanalisation raus. Und die Kanalisation ist echt schrecklich. Ich hoffe, dass das nächste Gebiet deutlich heller ist. Irgendwie so von rechts war da offenbar ein Gang. Warte mal, ich gehe da nochmal hin und guck nochmal. Ja, ich glaube, von dem Safehouse kommt man dahin. Also will ich da unten hin. Das heißt einfach da jetzt links in den nächsten Gang. Habe ich echt gar keine Muni mehr für die gehabt? Doch, eine Munition habe ich noch. Die da drin sind, die ignoriere ich jetzt mal komplett. Das ist hundertprozentig der Ausgang. Ich zoome mal komplett rein. Irgendeinen Weg muss es doch geben. So, ich habe die mal erlöst. Ich kann nur hier noch mal rechts gucken. Das wäre die einzige Option, die mir jetzt noch in den Sinn käme. Den Skin habe ich jetzt zumindest eingesammelt. Von hier aus sehe ich jetzt aber auch keinen Durchgang. Und das Zeug ist hart wie Stein. Eine Ewigkeit später. Okay, der Weg, ich habe den Weg jetzt durch das Video gesehen und der ist echt kacke versteckt. Also, der ist wirklich kacke versteckt. Also kein Wunder, dass man da 20, 30 mal dran vorbeiläuft. Wirklich, das wundert mich gar nicht. Oh, in der Zeit haben sich wohl meine Waffen despawned. Ja, egal. Aber dann würde ich wirklich
wenn ich eh schon einen Bug habe. Gucken, ob ich hier unten rum wirklich langlaufen kann, um das zu holen. Ich kann ja gucken, wenn mir da was entgegenkommt. Also wie gesagt, ich habe den Weg jetzt über das Video gesehen und der ist echt kacke. Also den kann man ultra leicht übersehen. Mich wundert es echt gar nicht, dass ich den nicht gesehen habe. Ich werde den gleich ziehen, den Hebel. Also es ist ein Hebel. Mich wundert es echt, wie gesagt, null, dass ich den nicht übersehen habe. Den kannst du auch nur übersehen. Da, den Hebel muss ich ziehen und dann geht das und das runter und da ist der Durchgang. Ich musste jetzt echt ein Video dafür gucken, um den Durchgang zu finden. Ja, dann würde ich aber vorher wirklich gucken, ob ich hier unten rum einmal komplett straight up durch kann. Wenn ich gerade eh keine Matschbirnen vor die Nase bekomme, ist es sogar noch besser, weil dann kann ich versuchen, hier das Upgrade zu holen. Dann würde ich hier jetzt einmal komplett durchgehen in die Richtung. Ab und zu auf die Karte gucken. Wir sehen ja dann, ob es ein Bug ist. Also die Hängenden habe ich ja offenbar immer noch vor der Nase. Aber die interessieren eigentlich auch überhaupt nicht. Dann würde ich jetzt hier nämlich straight up einmal durchgehen. Wenn kein Matschbirne jetzt auftaucht, halt nur gut, ne? Irgendwo hier in der Gegend muss das Ding liegen. Ich hin. Ist hier eventuell ein geheimer Raum? Oder wo komme ich raus? Okay, ich gehe ab der Stelle zurück. Keine Ahnung, wo mich diese Röhre hinführt, aber ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Auch wenn hier zigtausend Verzweigungen sind. Das führt doch schon aus dem Gebiet raus, wo das liegen soll. So, Leute. Ich hole hier gerade das Upgrade nach. Ich weiß jetzt endlich, wo das ist. Nach etlichen Streams. Es war tatsächlich am Ende dieses Endlosgang-Tunnelsystems hier. Ich habe dafür jetzt extra nachgeguckt, weil ich das nie im Leben gefunden hätte. Für zumindest für euch nehme ich das jetzt hier gerade noch mal auf. Twitch sieht das nicht.
ich damals doch nur diesen Tunnel weitergegangen, ne? Also bei mir ist das jetzt ein paar Wochen her. Manche Dinge sind aber auch so ekelhaft versteckt. Bei diesem Spiel. When the darkness comes, a light appears. Okay. Und hier ist das Upgrade. Ich habe dafür extra nachgucken müssen. Ich hätte das sonst niemals gefunden. Da liegt ein richtig geiles Katana. Brain Slicer. Und ich würde auch gerne ausprobieren. Das Upgrade für die Deagle. Explosive Munition. Ich probiere das hier auch noch an einem Zombie aus. Mich würde interessieren, wie stark das ist. Ja, das hackt die Köpfe ab. Ein geiles Schwert. Aber gegen die Großen funktioniert das wahrscheinlich nicht. Na gut, ich hatte, was ich wollte, ne? Das war alles, was ich zeigen wollte. Auch dieses coole Schwert, was offenbar alles einfach instant vernichtet, was ich damit treffe. Würde ich mal den Kopf treffen. Geht doch. Oh. Das habe ich jetzt nur eben kurz zeigen wollen. Und dann ziehe ich jetzt den Kackhebel. Wie gesagt, sowas siehst du doch nicht. Und hier ist jetzt auch wieder zappenduster. Ganz ehrlich, wir sind so nah am Exit, ich nehme jetzt beide Knarren. Nochmal so einen klitzekleinen Hebel an der Wand. Und dann so eine dunkle Passage nochmal. Im Original wären hier eigentlich auch ultra viele von denen, aber wie gesagt, ich habe gerade irgendeinen Bug, dass ich gerade keinen Zombie, nix auf der Karte habe. Was eigentlich auch irgendwo ein Vorteil ist. Weil ich so meine Ruhe habe vor denen. Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich was Positives. Aber für den Weg. Habe ich jetzt wie lange gesucht? Eine halbe Stunde. Ja, Kanalisation war jetzt auch Hölle. Also für das eine Upgrade würde ich das Kapitel jetzt auch nicht nochmal machen. Ganz ehrlich, drauf geschissen. Kann ich die so öffnen? Nein. Aber muss ich auch nicht. Auf Wiedersehen Sewers habe ich gerade freigeschaltet. Ja, ich habe die Kanalisation abgeschlossen und käme jetzt bei Kapitel 3 an, dem letzten Kapitel. Ich sitze jetzt schon eine anderthalb Stunde, ne? Bei den VR-Streams läuft keine Vorschau ab. Ich habe eine ungefähr 20 Minuten den Ausgang gesucht und ich habe nochmal so um die 20 Minuten das Upgrade-Buch gesucht. Vielleicht sogar 30 Minuten jeweils.
Also ich habe eine halbe Stunde pro Ding maximal verschwendet und hätte das innerhalb von einer Dreiviertelstunde schaffen können. Also klar, ich weiß jetzt, wo man das Buch finden würde, ne? Ich könnte da aufs Skin hingehen und das einfach eben schnell holen. Das wäre ja nicht das Ding. Ich wüsste ja wirklich straight up, wo ich hin müsste. Ich müsste dann nicht mal damit das Kapitel abschließen. Ich könnte mir dann noch einfach in die Fresse schießen. Und sagen, ey, ich habe das Buch fertig. Ja, Kapitel 3, now here. Aber wir kriegen ja auch wieder Bogen und so alles. Einmal kurz gucken, was man hier im Angebot hat. Sieht aber relativ dunkel da tatsächlich aus. Guck mal, das erinnert mich an das erste Gebiet. Aber wenigstens ist das schön übersichtlich. Was haben wir denn da noch drin? Och, noch eine Shotgun, aber leider nicht die geile. Ah gut, dafür sind die Nahkampfwaffen ja auch echt kacke. Zwei Bomben auch direkt. Ich kann ja mal mit der Taschenlampe gucken. Also sehen tut man nicht sonderlich viel. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Ich will mal die Karte hier sehen. What the fuck? Was ist das denn für eine Karte? Also ich kämpfe mich offenbar nach oben durch. Da ist ein Rucksack-Upgrade. Wieder in eine Stadt rein. Das erinnert mich an das erste Kapitel so hart. Und da bin ich dann auch in dem Stadtgebiet. Also ich denke mal, das erste Kapitel wird wirklich komplett daraus bestehen, dass ich mich zu der Stadt durchkämpfe. Aber das scheint ein Gebiet zu sein wie im ersten Kapitel. Also ein im Vergleich sehr, sehr angenehmes Gebiet. Okay, ich habe jetzt aber für dieses eine Kapitel wirklich lang gebraucht. Das wäre noch eine Methode, die ich eben kurz machen könnte. Können wir so ein bisschen rausgucken. Man sieht zwar so gut wie gar nichts, und dennoch sieht man mehr als unten, weil die Fläche ist offen. Da unten in der Kanalisation, da war es ja wirklich erstens zappenduster, vor allem bei den einen Kapitel. Und man hat ja echt gar nichts von der Fläche gesehen. Da war ja wirklich ungefähr im Vergleich, das ist der Sichtbereich jetzt und das ist der, der in der Kanalisation war. Also man hat ja echt kaum Sichtfeld gehabt. Also das Gebiet hier wird auf jeden Fall angenehm. Ach, guck mal! Das ist ein Hut, ne? Ja, ich hab den jetzt auf dem Kopf. Ich habe jetzt ein Papierhut auf dem Kopf, den würde aber nur mein Koop-Kollege sehen. Okay, ich würde aber wirklich sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich habe jetzt genügend zum Ende nochmal rumgealbert. Wir werden hier beim nächsten Mal wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Bin gespannt, wie viele Kapitel das noch sind. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich das im Buch da unten nochmal holen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich könnte ja mal gucken. Vielleicht war das ja das für das Teil hier. Sehe ich ja daran, wenn ich das jetzt. Ne, dafür war es nicht. Interessiert es mich auch nicht so extremst. Die wichtigsten Sachen habe ich. Und wenn das jetzt nur für so ein explosives Ding war, dann braucht es mich wirklich nicht interessieren. Ja, Leute. Ich sage einfach an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, später beim YouTube-Video ein Abo und ein Like da lassen. Ich wiederhole es für YouTube nochmal. Ich habe da ungefähr 20, 30 Minuten rumgeeiert und den Gang nicht gefunden. Also da war wahrscheinlich ein gigantischer Cut.
Ich musste dann wirklich ein YouTube-Video angucken, um diesen Hebel zu finden, weil ich den wirklich nicht gesehen habe. Den kann man auch ultra leicht übersehen. Das Gute war, dass ich wirklich einen Bug hatte, dass keine Zombies da waren, aber durch denselben Bug konnte ich offenbar auch das Buch da unten nicht einsammeln. Ansonsten hätte ich das da unten noch holen können. Das wäre absolut kein Problem gewesen. Also, ja. YouTube, Abo und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und von der YouTube-Gemeinschaft verabschiede ich mich als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.